noch einmal, dass ich da kurz unseren gemeinsamen mit Skill auch vorbereiteten, der Christian hat es eh schon gesagt, Projekttag vorstellen darf. Wir haben im Rahmen eines Begleitseminars für unser Berufspraktikum gemeinsam mit der FH Bielefeld einen Projekttag gemacht zum Thema Peer Education. Also die Studierenden aus Bielefeld und unsere Studierenden haben gemeinsam oder sich gegenseitig Inhalte auch näher gebracht, wo wir in der Vorbereitung gemerkt haben, da haben wir in Österreich einfach eine Spur mehr Gewichtung drauf und die Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland hätten da gern mehr Gewichtung, arbeiten gerade dran. Und umgekehrt haben wir so ein, zwei Themen gefunden, wo wir gesagt haben, das ist bei uns noch nicht so präsent und das hätten wir dafür gerne eine Spur mehr sozusagen vertieft hineingebracht. Und da haben sich unsere Ideen überschnitten. Das Ganze hatte eine relativ lange Vorbereitungszeit. Also insgesamt haben wir dann über 100 Studierende knapp gehabt, die wir an diesem Projekttag auch wirklich koordiniert haben. Wir haben circa ein Jahr Vorbereitungszeit gehabt. Also der Projekttag selber war dann im Juni diesen Jahres, am 10. Juni. Und wir haben wirklich vorab schon letztes Jahr, eigentlich im Mai ungefähr begonnen, das vorzubereiten. Wir haben eben mit den Kolleginnen aus Bielefeld, das ist eine Kollegin, die auch aus Österreich stammt, die Frau Dr. Müller, die ist dort Dozentin und unterrichtet dort schon seit vielen Jahren, ist aber aus Innsbruck und die hat sich natürlich gefreut, dass sie da wieder Verbindungen in die Heimat hat. Und genau, die zweite Kollegin ist aus Deutschland gewesen und wir haben einmal damit gestartet, überhaupt die verschiedensten Berufsausbildungswege zu vereinen. Also bei uns ist es ja derzeit ein Vollzeitstudium. Die Gesundheits- und Krankenpflege in Deutschland ist es so ein duales Studium, was die anbieten. Das heißt, die sind fix angestellt bei einem Dienstgeber und gehen nur tageweise an die FH zum Studieren. Also so diese Modelle mussten wir schon mal koordinieren, so von der Ausbildung her. Und dann, wie gesagt, die Vorbereitung, dass wir wirklich ja sagen, wir finden ein Zeitfenster, das für alle passt, weil, wie gesagt, diese einerseits duale Ausbildung, wo die Studierenden nicht immer in Deutschland auf der FH sind und wir gleichzeitig unsere Studierenden sehr viel im Praktikum haben. Und das hat das vierte Semester betroffen und die haben da einen fast 13-wöchigen Praktikumsblock im vierten Semester, wo wir sie in dem Sinne nicht vor Ort an der FH haben, aber genau sozusagen dieser Projekttag da hineingefallen ist. Also das mussten wir schon vorab wirklich gut koordinieren. Wir haben uns dann schon gemeinsam mit dem Christian relativ frühzeitig verständigt und hatten auch Gott sei Dank gute Unterstützung von Seiten der FH Bielefeld. Die haben ein eigenes Skill-Äquivalent. Christian, korrigiere mich, wenn ich das irgendwie falsch gesehen habe, aber das ist auch eine Abteilung, die eben für didaktische Fragen da ist, aber auch zur Unterstützung für diese ganzen Online-Tools, die es jetzt gibt. Und das Ganze nennt sich Digital Mobil. Es ist so ein Projekt von der FH Bielefeld und hat auch wirklich einen internationalen Fokus, also gerade für internationale Online-Lehre. Und die haben uns da auch recht unterstützt. Wir haben dann insgesamt drei Termine für die Studierenden vorbereitet. Das waren zwei Kennenlerntermine. Da haben die Studierenden wirklich in ihren Kleingruppen sich beschäftigt miteinander und kennengelernt und Fälle ausgetauscht. Und dann der Projekttag. Da waren wir als Dozentinnen auch dabei, ja, und haben die Studierenden als Mentorinnen mehr oder weniger durchgeleitet. Von unserer Seite waren es sechs Kolleginnen, also ich war nicht alleine. Das wäre nicht zu bewältigen gewesen mit den vielen Studierenden, sondern von mir waren noch fünf Kolleginnen dabei und eben die zwei Kolleginnen aus Deutschland. Und was wir schon vorab gemacht haben, sind für die Studierenden, weil wir sie eben nicht so gut erreichbar hatten, aufgrund dieser langen Praktikumsphase, dass wir ihnen wirklich auch einerseits ein Anleitungsvideo gegeben haben für das Miro-Board, das wir nachher nur kurz erklären. Das war so unsere Basis, mit dem sie gearbeitet haben online, aber eben auch, um das Projekt kurz vorzustellen. Also da haben wir zu viert ein Video gedreht, die Frau Müller, die Frau, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, also im Familiennamen die Anne und die Lisa Brunhofer, die mit mir sozusagen da recht intensiv in der Vorbereitung gearbeitet hat. Genau, und dann kann ich eigentlich,
hoffentlich jetzt. Also das war so ein bisschen unser Startbild, das wir gemacht haben. Man sieht, wie gesagt, nur einen Bruchteil, aber es waren alle recht motiviert dabei. Und das Ganze eben haben wir natürlich mit Zielen hinterlegt, die wir dann auch im Nachhinein überprüft haben. Also so das Hauptziel war wirklich auch das gegenseitige Kennenlernen und so das internationale Vernetzen. Wir haben gemerkt, dass die Studierenden aufgrund der Corona-Situation, aber weil unsere Studierenden eben durchaus irgendwie so begrenzt sind bei ihren Auslandsaufenthalten, nachdem sie ja eher Praktika machen können, keine wirklichen Semester, weil sie dadurch einfach hier aufgrund der unterschiedlichen Ausbildungsverordnungen eben im Gesundheitswesen oder bei uns in der Gesundheits- und Krankenpflege sonst ein bisschen wieder Probleme hätten mit dem Wiedereinstieg, haben wir gemerkt, das ist der Wunsch einfach da, dass wir online irgendwas anbieten. Und ja, wirklich, dass man sich kennenlernen kann, dass man sieht, okay, wie funktioniert es in anderen europäischen Ländern mit der Gesundheits- und Krankenpflege, mit der Ausbildung, mit dem Studium, aber auch in der Praxis. Ja, also wir sind ja, wie gesagt, auch die Kolleginnen aus Deutschland haben einen sehr großen Praxisanteil. Das heißt, da war einem der Vernetzungsaspekt sehr wichtig. Wir wollten auch wirklich diese digitalen Möglichkeiten ausprobieren. Also wir haben uns, wie gesagt, auf Miro eingelassen, aber nicht nur als Ideensammlung, sondern wirklich als Tool, anhand dessen sie sich durcharbeiten durch diesen gesamten Tag. Und hatten auch wirklich so diesen Auftrag an sie, auch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten auszutauschen der Gesundheitssysteme. Und natürlich, wie gesagt, also dieser Aspekt der gegenseitigen Wissensvermittlung, also dieser Peer-Tutoring, wo wir ihnen gezielt eben Aufgaben gegeben haben, so okay, die Studierenden aus Deutschland, bitte erklärt unseren Studierenden, wie so Musterkarten funktionieren. Ich habe dann ein Bild, dass man sich das kurz ungefähr vorstellen kann, was denn das ist. Und umgekehrt eben unsere Studierenden, wo wir gesagt haben, bitte Pflegediagnostik, das ist in Deutschland leider noch nicht so implementiert wie bei uns, vermittelt es den Studierenden, zeigt es, wie ihr in der Praxis mit Pflegediagnosen, mit Diagnostik arbeitet. Und das Ganze hat dann so ausgesehen, ich weiß, es ist jetzt recht klein wahrscheinlich zum Erkennen, aber ich wollte nur kurz darstellen, wir können dann gerne in den Kleingruppen, kann ich das hoffentlich auch am Bildschirm teilen, also dann kann ich das auch nochmal genau herzeigen. Das war wirklich ein Tool, eine Programmierung, eben, das haben die Kollegen vom Digital Mobil übernommen. Und da konnten die Studierenden wirklich durchgehen von, ich hoffe, ich habe jetzt die Seite richtig, links oben, also dieser Kennenlernteil, wo sie sich eben in dem kleinen Kastel sozusagen die Namen eintragen konnten von der Gruppe, wo sie sich eben noch einmal orientiert haben, wer sind wir, und dann wirklich so anhand dieses Tools durchgeleitet haben über die Fallbearbeitung. Sie haben alle verschiedene Fälle von uns aus der Praxis bekommen, in unterschiedlichen Settings, also Krankenhausfälle, Fälle aus dem Pflegeheim, Fälle mit Kindern, Fälle mit palliativen Patienten, Hauskrankenpflegefälle, also ganz, ganz viele verschiedene Themen, und haben sich da entlang gearbeitet, haben dann, das sieht man so ein bisschen in diesem lila Feld, das war so ein bisschen dann das Brainstorming, so welche Dinge sind für uns wichtig. Dieses in Blau, das Kastel, das war dann die Musterkarte. Da habe ich jetzt noch einen genaueren Ausschnitt dann noch herausgenommen. Das Grüne war dann ihre eigentliche Pflegeplanung, also wo sie eben Diagnosen erstellt haben, wo sie wirklich überlegt haben, welche Interventionen würden wir in Österreich machen, welche Interventionen würden wir in Deutschland machen. Unterscheidet sich das? Welche Ressourcen haben wir personalmäßig von der Versicherung her, von der Krankenkasse und so weiter? Und dann eben dieser Baum der Erkenntnis zum Abschluss, so okay, was haben wir eigentlich mitgenommen? Und da habe ich nur so als Ausschnitt noch vorbereitet, so ein bisschen eben, man sieht hier eine Musterkarte, da haben sie einfach wirklich gesammelt, wie hängen Probleme von Patienten zusammen. Also das ist eine Darstellung, wo man eben eigentlich anschaulich machen kann, welche Problematiken hat der Patient oder die Patientin, was betrifft den und wie hängen diese Symptome, die er beschreibt, eigentlich zusammen. Also gibt es Symptome, die hervorstechen und die vielleicht eben mehrere Ursachen haben oder die eben als prägnant hervorkommen, wo ich als erstes in der Versorgung dann ansetzen muss. Also das kann man mit so Musterkarten sehr schön darstellen, und das war so dieser Part, wo die Studierenden aus Deutschland so mehr diesen Lead hatten bei der Vermittlung. Und dann haben sie so Pflegeplanungen erstellt und haben Pflegediagnosen, die sieht man da unten in dem einen Kastel, sieht man aufgelistet von 1 bis 11, die verschiedensten, die dieser Fall, dieser Patient eben hatte. Das war immer unterschiedlich im Ausmaß. Und da haben unsere Studierenden so ein bisschen mehr diesen Lead übernommen, weil unsere Studierenden das ab dem ersten Semester wirklich auch lernen zu diagnostizieren und auch in der Praxis wirklich durchaus anwenden.
auf fast allen Stationen, weil es bei uns einfach gesetzlich verankert ist in Österreich, dass wir diesen Pflegeprozess, diese Diagnostik machen müssen. Das ist in Deutschland noch nicht fix im Pflege- oder im Gesetz verankert. Das heißt, das ist ein bisschen freiwillig und da haben die Studierenden in Deutschland einfach nicht in allen Praktikumssettings oder in allen Stationen die Möglichkeit, das auch zu üben. Also das war so ein bisschen unser Input oder der Input unserer Studierenden. Und wie gesagt, dann noch so diesen Baum der Erkenntnis, wo wirklich auch so dieser Abschluss war, so okay, was haben Sie jetzt wirklich mitgenommen? Jetzt gar nicht so inhaltlich, sondern was hat Ihnen dieser Projekttag gebracht oder dieser Austausch? Und dann haben wir insgesamt natürlich auch nochmal einen gemeinsamen Abschluss gemacht und es gab auch ein schriftliches Feedback. Also sie haben dann auch wirklich, auch das ist über digital mobil gegangen, einen Fragebogen beantworten müssen. Und ich habe dann noch ganz kurz so ein paar Feedbacks herausgenommen. Also es war durchwegs wirklich positiv. Wie gesagt, gerade in Zeiten, wo man sich nicht wirklich hinausbewegen konnte, also so viel Austausch hatte, war dieser Online-Austausch wirklich sehr bereichernd für alle und hat sehr viel Spaß gemacht. Sie haben das Miro-Board, das hat uns am nervösesten eigentlich gemacht, weil wir bisher Miro eher als Post-it-Sammlung verwendet haben und so für Ideen. Also nie als wirklich 8 Stunden begleitet oder 8 Unterrichtseinheiten begleitendes Tool, wo man sich eben entlang handelt. Also das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt und wurde von den Studierenden, die eigentlich so nie mit Miro gearbeitet haben, auch sehr gut angenommen und hat wirklich sehr selbsterklärend funktioniert. Und dann gab es auch noch so Feedback-Fragen. Auch da habe ich eher die, also 2 herausgenommen. Es gab noch viel mehr Abfragen. Aber man sieht das schon, also bei den digitalen Kompetenzen oder so, was so grün ist, haben sie sich in der Selbsteinschätzung verbessert, also mit digitalen Tools und eben in multikulturellen Gruppen. Auch hier sieht man also, dass ganz viele Studierende gesagt haben, da kann ich zustimmen, da habe ich mich wirklich verbessert. Und ja, auch, dass ich eben die Perspektiven ausländischer Studierender oder halt anderer Studierende aus anderen Ländern besser nachvollziehen kann. Also das war so schön erkennbar, dass es da gute Tendenzen gibt. Und auch die Fähigkeiten, also die Kompetenzen für die pflegerische Fallarbeit, haben Sie gesagt, haben Sie durchwegs verbessern können, auch durch den Diskurs miteinander. Die Peer-Tutoring-Skills, haben Sie gesagt, haben Sie üben können. Also wie vermittle ich jemanden, der das jetzt nicht so gut weiß, eigentlich neue Inhalte oder kann das nur mehr vertiefen. Der Pflegeprozess wurde eben auch vertieft und ja, auch so diese Anwendung anhand eines Fallbeispiels. Also das sind so die Inhalte, die die Studierenden dann wirklich durchwegs als positiv bewertet haben. Genau, ja, das wären so meine Inputs. Wie gesagt, das Projekt ist abgeschlossen. Wir haben das recht erfolgreich, glaube ich, erledigt und planen schon die nächste Durchführung. Also wir wollen es im kommenden Sommersemester wieder anbieten und wieder machen und ja, freuen uns schon drauf und ja,